Dadurch, dass die Modelle sprechen und wir durch Anklicken einzelner Bauteile eine Information bekommen, zu welchem System es gehört oder was es für eine Materialität hat, haben wir eine neue Sprache in der Bauwirtschaft gefunden. Neu ist das Verständnis, Daten und Informationen zentralisiert für alle an der Planung Beteiligten zu nutzen. BIM ist die Basis für alle Innovationen, die wir in der Bauwirtschaft haben werden. BIM ist eigentlich eine gesamtheitliche Arbeitsweise, um ein Gebäude zu erfassen. Zum einen mit 3D-Daten und zum anderen auch, dass die 3D-Daten dann eben auch Informationen haben. Es geht ja darum, dass man die Schnittstellen dort minimiert und die Zusammenarbeit fördert und so die Ressourcen besser einsetzen kann. Wir sind seit 30 Jahren am Markt mit der Idee von der integrierten Bauplanung. Und BIM ist jetzt das Werkzeug, das uns noch gefehlt hat. Ich bin überzeugt, dass deshalb BIM die Zukunft gehört, weil diese Komplexität man nur mit einem integrierten Ansatz, eben mit BIM, richtig abbilden und abarbeiten kann. Tous les projets de l'agence sont réalisés en BIM. Après, ça veut dire que chaque architecte au sein de l'agence a les capacités de travailler sur le BIM. Donc on gagne beaucoup à la fois en efficacité et à la fois en qualité. Notre logiciel Allplan nous a permis de faire du BIM sans que nous nous en rendions compte. En un mot, si je devais décrire le BIM, je dirais que c'est la simplicité. La question ne se pose plus s'il faut faire ou pas du BIM. Aujourd'hui, tout le monde doit en faire. Alles, was mit Prozessen, Standardisierung zu tun hat, Beschleunigung, Effizienzsteigerung, das passt dann sehr gut zu dem BIM-Gedanken. Man muss es einfach machen, dann merkt man sofort den Mehrwert. Die größte Wirkung, die erzielen wir derzeit damit, dass wir Mengen und Kosten über das 3D-Modell generieren. Ich möchte gucken, dass für die Leute, die damit täglich arbeiten, wirklich auch eine Arbeitserleichterung einhergeht. Wieso wenden wir die BIM-Methode an? Weil wir davon überzeugt sind, weil sie Transparenz und Qualität in den ganzen Planungsprozess bringt. BIM hilft uns sehr. Wir können frühzeitig räumliche Probleme erkennen. Es ist ein neues Instrument, das uns Ordnung bringt im Projekt. Am Ende kommt ja so alles wieder zurück. Das ist so motivierend, dass man so viel Zeit rausholt. Es ist ja alles schon da. BIM bedeutet für mich Effizienz. Wir arbeiten einfach konzentrierter an den Themen. Wir haben mehr Informationen, wir haben genauere Informationen, wir haben stichhaltige Informationen. Wir können es einfach besser greifen. Die Bauherren der Zukunft werden sehr daran interessiert sein, eine gute Datenbasis zu haben ihrer Gebäude. Dafür müssen wir uns aufstellen, dafür müssen wir bereit sein. Wenn die Zukunft mal da ist, dann können wir nicht erst anfangen mit diesen Sachen.